Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hi! Wir fangen den Vlog heute abends an, weil das hat sich so ergeben, denn wir packen gleich unsere Koffer. Wir fahren nämlich, in irgendein Dorf. Ich habe den Namen tatsächlich vergessen. Weisenheim am Berg, glaube ich. Oder Wiesenheim. Eins von beiden. Morgen werdet ihr es wissen, wenn wir es ins Navi eingeben. Genau. Da findet nämlich ein cooles Event statt, zu dem wir gehen. Und da werdet ihr sehen, nämlich was das ist. Das verraten wir euch jetzt noch nicht. Aber ihr seht es eben selben Video, deshalb macht es nicht so einen Unterschied. Naja, und ansonsten... Voll die künstliche Spannung. Ja, oder eben auch nicht. Ne? Und außerdem... Ui. Entschuldigung. Nein, das war ja mit Liebe. Und außerdem wollte ich noch sagen, ich habe mir überlegt, ich möchte versuchen, Vlogmas zu machen. Ich kann nicht versprechen, dass das was wird, weil das ist so viel Arbeit zusätzlich und wir haben halt so viel zu tun. Und wir haben schon so viele andere YouTuber scheitern sehen an dieser Aufgabe, richtig, deswegen genau. Versprechen wir nichts. Aber genau, wir versprechen nichts, aber wir versprechen, dass wir es versuchen. Nee, wirklich, Spaß beiseite. Also ich möchte das schon sehr gerne machen. Ich stelle mir das echt mega cool vor. Und damit ihr nicht zu enttäuscht seid, sagen wir jetzt an der Stelle, ja, wir versuchen, aber wir versprechen halt nicht, dass das so klappt, alles. Ja. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Aber gut. Wir gehen jetzt rauf und packen. Ich bin von Henrik runtergegangen, ich glaube, das war ihm unangenehm. Nee, das war schon gut, nur mein Arm wurde so schwer von dem Kamerahalten. Nicht von dir. Ja, genau. Die Kamera. Ja, wirklich? Wir hatten heute auf jeden Fall so eine Art Bürotag am PC und mitschneiden und bearbeiten und so weiter. Und jetzt ist halt Freitagabend und es ist 7:20. Und wir haben gerade ganz spontan beschlossen, dass wir an das Event einen kleinen Kurztrip nach Heidelberg einplanen, weil wir da beide noch nie waren und ich wollte wieder so ein paar Fotos für Instagram halt shooten und zwar mit so ein bisschen Herbstsachen und in einer schöneren Kulisse vielleicht als hier so bei uns. Auf jeden Fall haben wir dann spontan gedacht, wir sind ganz gut vorangekommen mit vielen Dingen in letzter Zeit. Und wir gönnen uns 2 Nächte in einem richtig schönen Hotel. Hier, zeige ich euch mal. Das ist nämlich dieses hier. Ich wollte eigentlich ein anderes nehmen, aber das war schon ausgebucht. Also sah einfach echt toll aus. Und die haben auch so ein kleines Spa. Zimmer sehen auch echt mega schön aus. Aber bevor es soweit ist, müssen wir noch packen. Und ich mache einen halben Spa-Abend. Mit Baden, Maske und Augenbrauen. Und ich glaube, das war's. Was? Gibt es da zu lachen? Naja, ich wollte sagen, ich mache auch einen kleinen Spa-Tag. Ich schneide nur die Zehennägel. Na, Schaum mit Augen. Wie ist die Wanne? Schaumig. Ist echt voll der Schaumberg hier. Das ist nicht mehr Badeschaum. Das ist Duschgel. Ah, du hast ein Bad. Das ist Duschgel. Das ist Duschgel. Ja, manchmal denke ich, die Industrie verarscht und so ein Badeschaum und Duschgel sind eigentlich dasselbe. Stimmt. Ich gehe jetzt filmen, wie ich packe. So, das hier ist Schritt Nummer 1, das Wichtigste eigentlich beim Packen. Das Notebook, neuerdings den Adapter, weil, es gibt sonst keine Anschlüsse mehr. Zumindest kein USB- oder SD-Karten. Anschluss, dann das Handy, den Kalender, Ladekabel und so weiter und so fort. Meine Kopfhörer laden übrigens hier. Und oben lädt der Ersatzakku von der Kamera. Ja, so sieht das nämlich aus, weil wenn man diese Dinge vergisst, das wäre echt ärgerlich. Und man sollte nie unterschätzen, wie wertvoll ein normaler Kugelschreiber sein kann. Wie oft habe ich schon überlegt, dass ich mir irgendwas aufschreiben will und dann hatte ich keinen. Jo, aber das allermeiste unten kann ich noch nicht einpacken, weil das lädt, die Kopfhörer laden, die Akkus laden, der PC lädt. Und da macht das Ganze keinen Sinn, wenn ich das schon einpacke. Deshalb fange ich jetzt hier oben an mit der Kleidung, die ich mitnehmen werde. Ich zeige euch mal mein System, wie ich so vorgehe, um nichts zu vergessen. Also, wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir das so ungefähr zurechtgelegt auf dem Bett.
Das hier ist der erste Packing Cube. Hier drin habe ich jetzt meinen Anzug und mein Hemd und Krawatte und so reingepackt. In dem großen hier sind alle Hosen, T-Shirts, aber auch Sportsachen, Schlafanzug und so weiter. Das hier sind ist Unterwäsche und Gürtel. Dann habe ich hier jetzt noch eine Jacke, einen Mantel rausgelegt, den ich mitnehmen werde. Und hier stehen die Schuhe, die ich einpacke. Und das hier ist das Outfit für morgen. Also, alles fertig. Hallo Leute, zurück. Es ist der neue Tag. Wie man sieht, wir sitzen im Auto. Wir sind auch schon fast da. Ja. Irgendwie nur noch 30 Kilometer vor uns. Wir hatten lecker Kaffee. Ja. Ja. Fast 300 Kilometer weit weg ist der Ort. Übrigens Wiesenheim am Berg. Ja, gestern waren wir uns irgendwie nicht sicher. Ja, wir haben uns den Wecker auf 7 Uhr gestellt. Ich habe mein Yoga gemacht. Ich bin immer noch bei der Challenge dabei. Und wir haben gefrühstückt und zu Ende gepackt und sind losgefahren. Und ja. Das Wetter ist hier viel schöner als bei uns irgendwie. Sky Goals. Ja, sieht sehr schön aus mit den Wolken. Darf ich nur nicht zu lange drauf gucken. Oh, ja. Ihr seht das wunderschöne Tal. Aber man sieht zumindest den Himmel. Und jetzt folgen drei Hinweise, wo wir gerade hinfahren. Hinweis Nummer 1, diese Ringe. Hinweis Nummer 2, das ist diese Kette. Hinweis Nummer 3 ist meine Uhr und mein Armband. Mann, ich habe echt mittlerweile viel Schmuckhotel. Wir wurden nämlich eingeladen von Pure Lay zu einem Brunch. Wobei eigentlich ist gleich schon 13 Uhr und ich glaube, das Event geht bis 19 Uhr. Also eher Dinner. Nein, schon Dinner. Versteht ihr? Okay. Das Traurige ist, der Witz kommt von mir. Und ich meine, ich finde den jetzt noch lustig. Ich war echt lange nicht mehr auf so einem Vlogger-Event-Treffen irgendwas, deswegen freue ich mich umso mehr. Und ihr wisst ja, ich bin ein Riesenfan von den Sachen. Ich trage die eigentlich täglich so. Vor allem die Armbänder haben es mir irgendwie sehr angetan. Ich weiß auch nicht. Ich bin früher nie ein Armbandmensch gewesen, aber seit ich die habe, trage ich die so gerne, vor allem hier mein happiness Armband, und es werden halt neue Sachen vorgestellt und wir nehmen euch ein bisschen mit und genau, danach geht's für uns nach Heidelberg. So, wir sind jetzt angekommen, wir sind tatsächlich die Ersten. Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Ja, und es sieht echt mega schön hier aus, also jetzt mal ganz objektiv betrachtet, auch für Männer. Klar, es ist ein bisschen rosa, aber... Mega schön. Genau. Und die Tische sind sogar hier mit Namen. Und ich habe, tada, mein eigenes Namensschild. Finde ich sehr cool, muss ich sagen. Schön. Ich freue mich schon auf und ganz ehrlich, dieses goldene Besteck finde ich persönlich richtig gut. Es gibt nur ein Problem, weshalb wir jetzt auch gleich wieder zum Auto zurücklaufen werden. Das sind meine Schuhe, die ich die ganze Zeit nicht im Auto anhatte. Und dann dachte ich mir, die sehen so schön aus, aber der Boden hier ist einfach zu uneben. Jo. Das ist ein bisschen gefährlich, das stimmt schon. Ja. Deshalb geht es jetzt wieder zurück. Aber das macht doch nichts, dann können wir nochmal diese Parkscheibe nachstellen. Die gilt nämlich nur für 3 Stunden. Ich darf nicht vergessen, dass ich... Stell dir am besten einen Wecker. ...um 4:30 das umstelle oder so, ja. So, und das ist der Teil, auf den ich mich besonders freue. Boah, sieht das gut aus. Als wäre man auf einmal nicht mehr in Deutschland. Sehr schön, schaffst du mal zu mir? Ja, sehr schön. Ich habe mir Tomatensuppe geholt. Da ist so eine leckere Einlage drin. Ignoriert den tausendsten Kaffee am Tag. Und das ist endlich Teller. Ich habe von allem etwas. Das ist das unvloggigste Shirt ever. Es ist Goodie-Bag-Auspack-Zeit. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich den ganzen Schmuck,
den ich hier drin habe, an euch verschenken werde, weil ich durfte mir so viel schon bestellen von der Marke und ich trage das ja auch immer wieder gerne und so kann ich euch noch eine Freude machen und das ist cool. Bei einer Skala von 1 bis 10. Wie cool wäre es, wenn ich in den Pool springe? Darf ich aber sowieso nicht, weil es gibt hier keine Badeaufsicht. Deshalb darf hier keiner in den Pool. Der ist eigentlich nur eine Zierde. Wobei, besonders tief ist er nicht. Aber der Ort hier ist echt cool. Zum Beispiel, das hier sind Feigen. Das ist ein Feigenbaum. Und weiter hinten habe ich auch noch einen Zitronenbaum gefunden. Also voll cool, dass die hier so Obstbäume haben. Sehr idyllisch. Ich laufe übrigens wieder am Pool entlang, deshalb gucke ich nach unten, weil wenn ich jetzt doch reinfalle. Hello! Aus dem Hotel! Mittlerweile, ja! Ja, wir sind nicht. Sag du. Nein, du. Nein, Ladies du. First. Nein, du. Ladies first. Nein, du. Okay. Ich wollte sagen, dass wir nicht nur im Hotel mittlerweile angekommen sind, sondern sogar auch schon essen waren. Oh, wir waren Burger essen. Das ist tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich einen ganzen Cheeseburger plus eine Portion Pommes gegessen habe. Das habe ich noch nie geschafft tatsächlich. Henrik muss immer irgendwas aufessen, aber diesmal blieb nichts übrig. Und ein Bier, es war echt gut. Und ein Bier hat sie getrunken. Ja. Da habt ihr es gehört. Sie hat zwar auf dem Event voll viel Essen, aber irgendwie, ich habe nichts gegessen da, weil wir waren die ganze Zeit beschäftigt. Mm, ja. Eine Suppe, doch, eine Suppe habe ich gegessen. Auf jeden Fall, das Zimmer und das ganze Hotel sieht voll schön aus, wie aus so einer anderen Zeit. Habt ihr da diesen Film Grand Hotel Budapest oder so? Oder andersrum gesehen? Oh ja, das sieht noch besser aus. Zeigen wir euch morgen auch alles in Ruhe oder seht ihr spätestens auf den Fotos. Jedenfalls, ich finde, das sieht total hier nach aus, so wie aus einer anderen Zeit. Du kommst dir vor, weiß ich nicht, wie 1800 irgendwas. Also das ist schon echt ziemlich cool. Ja, stimmt. So Ende 19. Jahrhundert. So. Ja, genau. Und ich bin morgen schon richtig gespannt, bei Tageslicht das zu sehen und wie die Fotos sind. Und ja, ist echt schön. Der Raum ist sehr groß, hohe Decke, alles echt cool. Jo. Ich bin so doof. Die ganze Zeit waren wir auf dem Event von Pure Lay und ich habe vergessen, das Wichtigste zu erzählen. Und zwar bis Mittwoch, also nicht so lang wie sonst, gibt es auf alle Einkäufe, die ihr in dem Online-Shop macht, 30% mit dem Code Barbara30. Blende ich euch auf alles nochmal ein, beziehungsweise schreibe es in die Infobox, aber normalerweise haben wir immer mit so 20% Rabattcodes und sowas, aber... Maximal 20, genau. Jetzt sind es 30. Ja. Deshalb voll cool. Schaut wirklich vorbei, wenn euch die Sachen gefallen, weil das ist echt ein gutes Angebot. Absolut. Und ich habe meine Schuhe gewechselt für den Abend. Das war echt schön. Schöner Tag. Barbara 30. Das klingt so wie dein 30. Geburtstag. Der ist Gott sei Dank noch ein paar Jahre hin. Naja, egal. Auf jeden Fall wollten wir euch für heute gute Nacht sagen, weil wir jetzt nichts Spannendes mehr machen. Doch, wir gehen in die Sauna. Aber ja, dann nehmen wir euch nicht mit. Da können wir nicht filmen. Das ist nicht der richtige Kanal. Genau. Und deshalb sagen wir euch jetzt gute Nacht und bis morgen. Bye. Hast du einen Bademantel in deiner Größe gefunden? Sehr witzig. Hotel-Bademäntel sind ja wirklich immer riesig, aber der... Der andere ist noch eine Nummer größer, hä? Huh? Ja, das ist schon der kleinere von beiden. Guten Morgen, Leute. Wir gehen jetzt frühstücken. Wir sind fast so pünktlich aufgestanden, wie wir wollten. Aber wir haben den ursprünglichen Plan, erst zum Sport zu gehen, bisher nicht durchgehalten, sondern gehen jetzt erstmal essen. Und Henrik hat das prophezeit. Ich so, boah, also als allererstes mache ich morgen mein Video fertig, das heute noch online gehen soll. Dann gehen wir zum Sport und dann können wir frühstücken. 7 Uhr Wecker, ne, am Sonntag. Henrik so... Das wirst du nie im Leben durchhalten. Du wirst viel zu hungrig sein, wenn du aufwachst. Und was ist passiert? Heute Morgen wache ich auf. Ich so, das Erste, was ich gesagt habe, ich halte das nicht durch. Ich kann nicht einmal das Video zuerst machen. Ich habe so Hunger. Genau. Dabei gestern nach dieser Portion Burger und Pommes, die ich ja aufgegessen habe und mir ging es gut danach,
irgendwie so eine Stunde später, nachdem wir noch aus der Sauna rausgekommen sind und hier im Bett lagen, boah, war mir so schlecht. Das war einfach viel zu viel. Hm. Das hat sich gerecht. Ja. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt gibt's Frühstück. I am not the victim of this love affair. You can make me go away. Was mag dieses absolut merkwürdige, nicht zu verstehende Zeichen wohl bedeuten? Ich habe keine Ahnung. So, die erste Portion ist weg. Es gab Rührei und so Salat und das war echt gut. Du hattest Obst und Kellogg's. Das Kinderfrühstück. Ja. Ich habe mir Haferbrei machen lassen, weil kein Morgen ohne Haferbrei. Und es gibt Kaffee und einen der besten Säfte, die ich jemals hatte. Was ist da drin? Karotte, Apfel? Karotte und Apfel, das schmeckt echt super. Ja, mega gut. Ja, und das hier ist der nächste Gang mit etwas Joghurt. Sie sagt, sie kann nicht bloggen, weil sie 10 Minuten flüssiges Kokosöl mit Minze im Mund hat. Sie sagt, das heißt Oil Pudding. Naja. Und es dauert halt 10 Minuten, also man behält das im Mund und das macht die Zähne weißer und die Mundbakterien weg und so weiter. Naja, was ich euch sagen wollte ist, wir sitzen hier im Bett und ich schneide den Vlog und Barbara schneidet, da hinten ist der PC, ihr Video. Aber irgendwas hat sie vergessen und sucht es jetzt in ihrer Tasche. Sie sagt Kopfhörer, aber die richtigen. Was auch immer das bedeuten soll. Scheiß iPhone sein. Ja, keinen passenden Stecker, ich weiß. Hast du deinen Adapter nicht mit? Ja, ja, so ist das. Nie hat man die richtige Hardware. Im Auto. Was? Im Auto. Im Auto, da gehe ich aber nicht hin jetzt. Im Auto. Sie auch nicht, sagt sie. Ja, mal gucken, wie das endet. Jo, Oil Pulling is over. Dreimal, Barbara. Jo, es ist eine Stunde vergangen. Wir haben hier geschnitten. Mein Video lädt auch schon gerade hoch. Henrik schneidet fleißig den Vlog weiter. Ich mache jetzt nur noch das Thumbnail fertig und dann schminke ich mich und so, mache die Haare, damit wir mit den Fotos anfangen können. Wir wollten hier einige halt für Instagram machen und so eigentlich den ganzen Tag verbringen, bis auf den Abend. Leute, ich sehe nur gerade, wie schön die ganzen Sachen hier so stehen, so angeordnet. Und ich habe Henrik gefragt, ob er das war, aber nein, das war tatsächlich das Housekeeping. Sehr, sehr nett auf jeden Fall. Jo, das ist das erste Outfit, das ich gleich anziehe, aber vorher muss ich noch meine Haare machen. Ich mache mich immer auf dem Boden fertig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Leute, willkommen zurück, auch wenn für euch keine Zeit vergangen ist, aber hier sind irgendwie ein paar Stunden umgegangen. Die Koffer sind explodiert. Nein, nur deine. Okay, mein Koffer ist explodiert. Jo, aber wir haben es geschafft, wirklich richtig, richtig viele Fotos zu machen und jo, wie ihr seht, Sportklamotten, denn wir haben, naja, wir nicht, aber... Du hast eine Challenge und ich muss dich coachen. Heute ist tatsächlich der erste Tag, an dem ich so richtig, richtig keinen Bock habe darauf und mir denke so, boah, wieso hast du dir das eigentlich vorgenommen? Aber ich weiß auch ganz genau, woran das liegt und zwar daran, dass ich das nicht direkt heute Morgen hinter mich gebracht habe. Das habe ich nämlich die ganzen letzten Tage lang gemacht. Ich bin immer morgens früh aufgestanden und habe entweder gefrühstückt oder sogar vor dem Frühstück den Sport gemacht oder Yoga und meine Übungen halt und... Heute dachte ich so, nee, ich muss das Video noch schneiden und ich habe Hunger und dann war es irgendwie schon so spät, dann wollten wir noch die Fotos machen. Und dann habe ich das immer weiter so nach hinten geschoben und meinte, ja, klar, heute Abend auf jeden Fall, die Motivation ist da. Und jetzt denke ich mir so, boah, wir halten es heute einfach etwas kürzer. Etwas kürzer? Etwas kürzer, dafür intensiver. Ach so. Willst du das nicht den Coach entscheiden lassen? Oh Gott, jetzt bin ich. Ich übertreibe nicht. Okay, doch.
83 Kilo geballte Mähne. Ja, aber ich packe auch hier gerade das Köpfchen. Hier sind unsere Schwimmsachen drin, weil wir wollten noch gleich in das Schwimmbad gehen. Das gibt es hier nämlich auch. Und in die Sauna. Deswegen wollten wir auf jeden Fall alles mitnehmen. Oh, ich muss Abschminkzeug mitnehmen. Oder mich jetzt schon abschminken. Ah, das sagst du mir jetzt. Ich habe schon die Schuhe angezogen. Das wird richtig unsympathisch rüberkommen. Ja, aber es liegt daran, dass ich immer so ewig lange auf dich warten muss. Also ich finde, der Fitnessraum sieht ziemlich cool aus. Wir fangen jetzt an. Ich habe deinen Sitz angestellt. Guck mal, ob dir das passt. Das ist einfach so cool. Es ist kein Mensch da. Hallo Leute, zurück vom Balkon. Wie ihr sehen könnt, da ist die Straße und ich stehe oben. Wir fahren jetzt auf jeden Fall heute zurück und wollten euch nur noch mal auf Wiedersehen sagen. Und bei der Gelegenheit, weil ich hier auf dem Balkon stehe, zeige ich euch mal kurz die Aussicht. Also hier ist zwar eine Straße, die ist relativ befahren, was man drin aber überhaupt nicht hört. Aber was ganz cool ist, ich weiß nicht, ob man das da hinten sieht, das ist nämlich ein Schloss oder eine Burg oder so. Und wir gucken da mitten drauf. Und das ist wohl so ein Wahrzeichen von Heidelberg. Und echt mega cool, dass man das von hier aus sieht. Also dann bis zum nächsten Mal.